Dann starten wir mal die Hauptmission. Ah, Connor, welche Erleichterung. Du bist da. Bitte lass mich dir William Dawes und Robert Newman vorstellen. Dein Brief sagte, dass John Pitcairn auch hier wäre. Hi. Er bereitet einen Angriff auf Lexington vor, wo Adams und Hancock Unterschlupf fanden. Danach will er nach Concord ziehen und unsere Waffen und Vorräte zerstören. Du musst uns helfen. Dann sag mir, wo ich ihn finde, und ich werde das sofort beenden. Er hat Dutzende, wenn nicht Hunderte von Soldaten zur Verfügung. Du kannst dich ihm nicht alleine stellen. Keine Sorge, das musst du auch nicht. Wir haben selber eine ganze Armee, die nur darauf wartet, die Waffen zu erheben. Dann wirst du sie wohl rufen müssen. Nun gut. Du und ich überqueren den Charles River und geben Alarm. William, du nimmst bitte den Landweg und tust dasselbe. Robert, ich brauche dich in Christchurch. Zünde das Signal. Zwei Laternen, wenn der Feind von See kommt. Keine Zeit zu verlieren, mein Freund. Es geht um Leben und Tod. Komm! Es gibt nur ein einziges Pferd. Wir müssen zusammen reiten. Ja. Du nimmst die Zügel, ich navigiere. Schnell, Connor, steig auf das Pferd! Ich führe dich zu denen, die wir alarmieren müssen. Folge meinen Anweisungen und wir sind bald fertig. Ja, das ist es. Das ist der Weg. Da lang, Connor. Rotröcke, was machen die denn hier? Das müssen Kundschafter sein. Sei vorsichtig, Connor. Die dürften die anderen nicht warnen. Eine Windmühle? Ich glaube, wir sind auf Kurs. Lass uns zu Fuß weiter suchen. Keinen offenen Konflikt auslösen. Okay. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Na dann mal rein. Lass alle wissen, dass die Rotröcke auf Lexington und Concord marschieren. Die Briten kommen! Zurück in den Sattel, mein Freund. Wir müssen noch mehr Leute warnen. Keine Option. Keine offenen Konflikte auslösen. Okay.
nach links, Connor! Da lang, Connor! Hast du das gehört? Könnten Rotröcke sein. Vorsicht! Hier, dann nach links. Ich glaube, wir sind auf Kurs. Steig wieder aufs Pferd, Connor. Okay. Dann gehen wir wieder aufs Pferd. Komm. Sollten wir absteigen. Es ist leiser und schneller. Als wenn ich nicht gerade schon abgestiegen wäre. Halte Ausschau nach Rotröcken. Da hinten das Haus. Oder direkt den Typ hier. Das Haus. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Okay. Klopf, klopf. Sag Bescheid. Die Rotröcke sind im Anmarsch. Sofort! Und noch einen. Ohne Konflikte. Nein, dreh um, unser Ziel dürfte jetzt hinter uns liegen. Ich weiß. Aber wenn du genau gesehen hast, da waren Rotröcke auf der Brücke. Rechts rum. Ja. Dafür sollten wir absteigen. Es ist leiser und schneller. Immer diese Beifahrer, die ganze Zeit meckern. Hier links, hier rechts. Da hätte es reingemusst. Und nee, damit meine ich dich. Den Typ hier. Ich glaube, hier müssen wir hin. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Die Rotröcke kommen. Hier, wir sind hier. Packt sie! Wir müssen die Rotröcke abschütteln. Wo ist das Pferd? Das war zu knapp für meinen Geschmack. Lass uns weiteren Überraschungen aus dem Weg gehen. Du musst sie irgendwie kein Pferd mehr da. Was hast du denn vor? Da ist das Pferd. Steig wieder aufs Pferd, Connor.
war zu knapp für meinen Geschmack. Lass uns weiteren Überraschungen aus dem Weg gehen. Das mit dem Zeitlimit werden wir so nicht mehr schaffen. Komm, geh hoch. Dieses Pferd lässt sich gerade sehr schwer lenken. Nach rechts, Connor! Nach rechts! Dafür sollten wir absteigen. Es ist leiser und schneller. Hier schon? Nein, da oben. Da oben, wo das Licht leuchtet. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Wo zum Teufel ist er? Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Natürlich sicher. Prescott? Guten Abend, die Herren. Hör zu, die Rotröcke kommen. Du musst deine Männer sammeln. Und eine Hose anziehen. Sofort. Warum hat er... Ich frag nicht. Ich frag einfach nicht. Willkommen in Lexington, Connor. Jetzt suchen wir Hancock und Adams. Hancock? War das nicht auch so ein Marvel-Held mal? Dieser Assassine gerade wieder. So, komm. Einmal interagieren. Paul, Connor. Schön, euch zu sehen. Du musst verschwinden. Die Rotröcke kommen. Hi, wie William sagte, lass sie ihre Suche durchführen. Sie finden nichts. Du verstehst nicht. Pitcairn hat vor, dich zu töten. Ich fürchte, das stimmt. Dann hatten wir wohl keine Wahl, als zu gehen. Was ist mit euch? Dawes und ich reiten weiter nach Concord. Connor, am besten bleibst du hier und hilfst John Parker, die Stadt zu halten. Das gibt uns Zeit, alle zu warnen. Pferd. Ich hätte gerne ein Pferd. Kein Pferd. Okay. Ich soll reiten, aber ohne Pferd. Nur ein Almosen erbitte ich für unvorstellbare Schätze. Wenn ihr in Kauflaune seid, dann tretet näher und ihr kommt auf eure Kosten. Ah.
Eine kleine Armee. Ja, lass mich mal durch. So.